Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Wildly Galaxy Resurrection. Ja, Kumpel von mir meinte, dass ich das unglaublich geil betone und naja, ich glaube, ich muss das mal so ein bisschen hart übertreiben. Ja, hat man jetzt glaube ich ganz und gar nicht gemerkt. Für mich ist jetzt auch erstmal gestern kam die erste Folge. Genau, gestern kam die erste Folge raus und ich habe mir noch nicht angeschaut, wie die Resonanz war, aber naja. So, ich habe dann mal. Erstmal muss ich schon ganz kurz drüber gehen und mein Inventar noch ein bisschen entleeren. Ich habe ja noch so ein bisschen Mob-Kram. Zack, zack. Ich will es gar nicht erst wissen. Ich will es echt einfach nur nicht wissen. Auf jeden Fall. Ich habe auch noch mal ein bisschen Creative so ein bisschen getestet und dabei einmal aus Versehen hier wundervoll meine Insel ein bisschen weggesprengt. Ja, wie ich das gemacht habe, zeige ich euch weit, weit später. So, hier habe ich auch schon alles angepflanzt. So, ändern wir mal hier so ein bisschen Kohle ab. Mal schauen, was wir da so rausbekommen. Boah, schon wieder. Nein, ich bin da strikt. So. Ganz ehrlich? Ich meine, sonst stört mich der Regen kaum oder so. Aber hier der Schnee. Durch irgendein Mod ist er noch so extrem, der Schnee, so ein Schneehaufen geht er bis da oben. Auf sowas habe ich keinen Bock. Bin ich ehrlich. So, und schauen wir mal. Ich will ganz kurz einmal hier alles abernten. Dann kümmern wir uns heute mal ein bisschen um die Mob-Farm. Um die Mob-Pfanne. Ich weiß gar nicht mehr, wo das herkommt. Ich glaube, ich habe da irgendwann mal mich versprochen und das ist entstanden. Das kann gut sein. So, wie sieht das hier von der Essenz aus? Nice. 3 Stacks. Perfekt. Ich glaube, noch ein Stack kriegen wir jetzt nicht hier rein. Da machen wir einmal ganz kurz einen Drawer. So ein 4er-Drawer. Oder haben wir davon noch einen? Nein. Ja, jetzt geht es wieder los. Wie ging das nochmal? So kriege ich 2 Drohnen. Also wenn man schon so anfängt, dann kann das ja nur was geben. Kann ich eigentlich auch mit kommen, den Zentrum mal mutieren. Das würde ich mal testen. Gibt normale Drohnen, soweit schon mal so gut. So. Irgendwas sagt mir, das wird nicht klappen. Ey, das klappt sogar echt. Wow. Ich bin schwerst beeindruckt. Ich nehme alles zurück. So. Dann stellen wir mal hier die 4 Drawer hin. Packen die Essenzen da rein. Jetzt noch hier die Erdessenzen, dann haben wir doch Vorrat. Das wird auf jeden Fall nicht das Lager für ewig sein. Das ist euch schon mal hoffentlich bewusst, oder? Das ist jetzt nur erstmal vorerst eine kleine Lösung, so ein kleiner Speicher. Also, naja, ich werde da schon später noch arbeiten mit Deep Storage Units, ME-System und so weiter und wie der ganze Spaß noch geht. Aber naja, so viel erstmal dazu. Wie gesagt, wir wollen uns heute mal darum kümmern, um die Mob-Farm ein bisschen. So. Ich will jetzt erstmal schauen. Ich will auf jeden Fall mit den Drawern auch noch arbeiten. Compacting Drawer, glaube ich, brauchen wir nicht. Was brauchen wir für einen Drawer-Controller? Einen Dia. Das ist schon mal schlecht. Wie viele haben wir? 2 noch. Ah, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel mache. Okay, dann machen wir noch einmal eine. Ich kann einfach so machen, das geht schneller. So, machen wir einmal das so. Sehr schön.
Das können wir schon mal aufstellen. Ja, können wir schon mal machen. Die Lootbags werde ich auf jeden Fall nicht hier auch noch öffnen und auch noch einsortieren. Das ist erstmal too much. Was wir aber schon mal machen können. So, das Zeug hier ein bisschen rausholen. Und schon mal was einsortieren. Das. Die kommen da rein. Strings brauchen wir. Pfeile. Kopfwebs. Wofür brauchen wir Kopfwebs eigentlich? Eine Filtercard. Okay. Können wir einfach mal aufheben. Vielleicht irgendwie durch irgendeinen Mod oder so einfach mal. So, Enderperlen. TNT, Strings hatten wir hier. Creeper-Köpfe, Zombie-Köpfe, Skelette-Köpfe, Miniatur-Retard, Gelatine-Slime, Enderman-Head. Ach, die sind nicht infiziert, ne? Gut, da werden wir, glaube ich, nochmal 2-3 Dauer. Bevor ich dann wieder zurückrenne, was ich eigentlich schon gemacht habe. Wo haben wir es? Nein. Davon einen. Eins. So. Da können wir schon mal. Alter. Jetzt gibt es so viele Items in diesem Pack. Ah ne, warte. Das war mit Blaze Powder, ne? Schöne Scheiße. Gibt es da eine gute Möglichkeit ranzukommen? Ja, Blaze war das klar. Nur Incend. Das ist jetzt schon zu viel. Blaze Lamp. Blaze Comp. Oh, ich bin dead. Wir haben doch schon gesiebt. Ja. Sorry, ich bin heute ein bisschen neben der Rolle. Merkt man vielleicht schon. Ja, hier haben wir doch schon. Zack. So. Zack. 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 So, jetzt aber. Drawer. Ein Drawer Controller brauchen wir. Da brauchen wir generell irgendwie einen Drawer. 5 Cleanstone. 2 Comparator, das heißt, wir brauchen Netherquarz. Der Chicken verliert hier seine Federn. Netherquarz haben wir hier schon rausbekommen. Aber schon die Iridium-Ohr. Nur für den Green-Fossil, ne? Was kann man damit machen? Ja, jo, ein Infinity-Catalyst, ne? Iridium-Drill. Ja, gut. Interessiert uns jetzt noch gar nicht. Wir haben jetzt mal andere Sorgen und Probleme und Träume und was weiß ich nicht noch alles. So. Ein bisschen leiser mal kurz gemacht. 3 Cleanstone, also 6. 11 Cleanstone. Zack, zack. Ja. Ich habe jetzt nur eine Quarz genommen. Ich habe auch noch gerade auf dem zweiten Monitor mal wieder ein Livestream an, aber diesmal einen ganz besonderen. Summer Games Done Quick. Fängt heute bei mir an. Oh Scheiße, man weiß jetzt genau, an welchem Tag ich aufnehme, also noch genauer ist nicht. Ja, grauenvoll. Ich gebe einmal die Geheimnisse preis. Ne, warte ich mal. Mach das anders, bevor man es wieder in der Aufnahme nicht hört. So. Bei mir leiser, bei euch normal. Woher habe ich denn... Ich brauche auf jeden Fall jetzt noch... Sticks. Wie viele waren das? 3 Torches, also 6 Redstone. Ja, jo, da ist noch was über. Ich glaube, auf die Redstone-Seeds müssten wir auch schnell gehen.
Weil ich glaube nicht, dass wir da so unbedingt noch von rausbekommen werden über 7. Also jetzt zum Anfang. Ich weiß, später ist das krass, wie das abgeht. Von selber, wie das abgeht. Ja. Gib mir mal 3 so. Zack. Ja. Geben hier nochmal 1. So, die Oak Chest von Gally's Surface. So, 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 so. Wir haben halt keine Dias mehr, das ist schlecht. So, Draw a Controller. Hat keiner gesehen. So, jetzt müssen wir hier mal irgendwie ein bisschen Platz machen. So. Dann den dahin. Dann einmal hier raus. Der Draw Controller kommt hier hin. So, einmal kurzes Ausmachen. Hier den Loot bitte einsortieren. Sehr schön, und ich befürchte, wenn ich das mal hier reinschaue. Wieso sortierst du jetzt den Loot nicht ein? Ach, der fängt mit dem. Fängt ja mit dem ersten an. Load in a bottle? Kommen wir da rein. Ja, da brauchen wir nochmal ein paar Drawer. Dass da noch ein bisschen Speicherplatz ist. Wir gerade mal kurz alles raus. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Das geht zicker, zacke, zucke, zacke, zacke. Ja. Ich höre ja schon auf. Ich halte ja schon die Klappe. Ist ja gut. Hast mich überzeugt. Jawohl, jetzt wird einsortiert. Sehr schön. So, alles von uns wird einsortiert. Ja, super. Da können wir bald mal auch so ein Case-Opening oder sowas machen. Ich schau mal kurz jetzt hier rein. Will das mal ein bisschen überarbeiten. Haben wir noch eine Transfernot? Nein. Aber weißt du was? Das müsste ja eigentlich klappen. Können wir ja jetzt überprüfen. Ne, da sollst du nicht hin. Mach mal Platz, Andy. Danke. So. Und wenn wir dir jetzt sagen, daraus.
machst du genau gar nichts. Alter, hab ich gerade erschrocken. Zack, 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 zack. Hier kommen wir wieder mit. Nein. Der müsste das sein, ja voll. Gut. Hat dann nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, du kriegst nur 8 reinsortiert. Okay, das ist schon mal nicht so gut. Wie lange sind wir? Was schon? Was? 16 Minuten? Alter. Okay. Zwei Quests unclaimed reward? Oh. Beginning? Ein Phyto. Bitte was? Bitte was? Irgendwas sagt mir, die haben es da was verkackt. Ich glaube eher, man sollte hier von sich eins aussuchen können und das Weapon Case kriegt man. Ja, gut. Wir haben unsere erste Maschine. Also irgendwas sagt mir, die haben da echt was verkackt. Kriegt man die. Ja, jo, ne? Was können wir nochmal machen jetzt hier nach der Folge? Komm, wir erholen uns nochmal schnell ein bisschen. Seht ihr, die Felder sind schon wieder fast fertig. So, 2 Stacks. Weil ich will sie auf jeden Fall nochmal den nächsten Infusion Stone schon mal fertig machen. Ups, ich habe vergessen. Ich bin dumm. Dumm, Alzheimer vergesslich, dumm, Alzheimer vergesslich, dumm, Alzheimer vergesslich. Ist ja gut. Na, so. Die 4 Stück können weg. Wir brauchen nämlich nur 8 Stück, um den nächsten Infusion Stone zu machen. Und zwar brauchen wir irgendeine Essenz der Tier 1 Crops, also wirklich der ersten Crops. Also Kohle. Der Stein wird nicht verbraucht. Dafür können wir jetzt schon Crucio-Essenz machen. Einmal so. Einmal so. Accio-Essenz. Und jetzt so und so. Crucio-Essenz. Was können wir mit der Feines machen? Ja, können wir zu Imperio später machen. Redstone Seeds, sehr schön. Glowstone, Obsidian. Was haben wir noch? Ah, Kuhseeds vielleicht, Pixseeds auch vielleicht. Hühner, glaube ich, brauchen wir nicht so wirklich. Schafe auch nicht. Dann können wir Alu, Kupfer, Zertusquad Seeds machen, auf jeden Fall. Lead. Tin, Sulfur, Bronze, Manastin, ja. Salpeter und Nether Seeds. Ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen in der nächsten Folge so ein paar Seeds fertig. Leute, die verbrauchen sich nicht mehr. Okay. Das ist gut zu wissen. Ich sollte jetzt mal kurz checken. Tatsache, die verbrauchen sich nicht mehr. Krass. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.